So, ich habe euch versprochen, dass wir in dieser Folge den Kampf schaffen. Ich habe gerade gesehen, Alistair hat schon einen gespaltenen Schädel. Das Auch ändern wir nicht. jetzt kurz. Dann hatte ich ganz vergessen, dass unsere Liliana ja auch Bomben hat. What? Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, So, machen noch Paramount, fine. den Will you pick the das wrong side, Gespräch. stranger? Schweigt und Ladies stirbt. first. Okay. Und jetzt lassen wir Liliana, wenn die sich alle so ein bisschen positioniert haben. Aber erst müssen wir gucken, dass Morrigan I sich wanted to richtig stop you. hinstellt. So, Morrigan macht As you wish. diesen Move. Haben wir denn jetzt wieder Alistair mit eingefroren? Ich glaube diesmal nicht. Gut. So, Liliana, was haben wir denn? Brandbomben? Good to go. Wirf die Brandbombe, Liliana. Wirf die Brandbombe. So. Das machst du schon mal nicht. Okay. Du gehst ja auch wieder zurück. Jetzt haben wir hier irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon jemanden ausgeschaltet haben. Irgendwer schläft auch schon. So. Ah, die Falle wurde leider nicht ausgelöst. Naja, Frostbombe. Genau, und du kriegst auch ein Gift oder Säurefläschchen, könnte auch geil sein eigentlich. Er schläft. Na, wobei, ich greif's einfach mal mit an jetzt. So. Dann gucken wir, dass sie auch wieder ihre richtige Waffe benutzt. Und, oh fuck, das ist gar nicht gut. Na, ah, da ist der erste schon tot. Nee, nicht gut gelaufen. Das haben wir nicht gut gemacht, da haben wir wieder nicht aufgepasst. Schade. Können wir unsere Truppe nicht hier so Oh ein mein Gott. bisschen zurückbewegen? So. Sie kriegt den Fluch der Schwäche reingedrückt und Lebenskraft hinzu. Oh Mann. All Boah, wie schnell die einfach alle umfallen, ne? Wahnsinn. Now we get our hands Ja, okay, dirty. dann können wir eigentlich schon wieder laden. Eben war es besser. Eben war es besser. All right. So, Paramount finally realized we're taking the city. Ja, Will you ihr pick seid the die wrong Besten. side, stranger? Weiß. It doesn't matter who's king. Ergebt Hardly convincing euch. when you're bla Kill them! Sie sagt irgendwie immer dasselbe. So. Yes! Order! Einmal auf den. Der ist tot. So. Liliana. Du wirfst mal ein Säurefläschchen. Aber bei. Was haben wir denn? Sein Treffer zusätzlich Naturschaden können das Ziel betäuben. Brandbombe ist eigentlich ganz gut. Wo stehst du denn schon wieder, Morrigan? As you wish. Die Olle verschwindet aber auch schnell mal, ne? So, den wollen wir tot sehen. Jawohl. Gut gemacht, dann geht's weiter mit ihm hier. Der hat nämlich ganz schön. Der hatte uns ganz schön zugesetzt.
Ach, da ist sie ja. Morgan, komm mal zurück, bitte. Du darfst dich von der nicht hauen lassen. Verhöhnen. Okay, dann wollen wir die Chance nicht versäumen, sie zu heilen. Er kriegt jetzt schon einen Rundumschlag, damit er nicht zu weit droppt. Er ist jetzt tot. Hoffe ich. Hallo? Mach ihn tot. Hallo? Wieso stirbt er nicht? Alter, der will irgendwie nicht verrecken. So. Zack. Leider sehr Kampf. Zwei sehr kampflastige Folgen mal wieder. Aber nachdem wir den Kampf hier geschafft haben, wird das Ganze auch wesentlich spannender, hoffe ich. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken. Ah, das ist aber auch, ey. Können die nicht durch die Falle laufen? Irgendwie. Gott. Nein, 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 nein. Du nicht. Gott. Jetzt hätten wir es fast. Wäre es fast um uns geschehen hier. Okay. Nein. So. Ich würde am liebsten drei von denen treffen. Okay, 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 okay. Zwei tot. Nichts dem Zufall überlassen. Alistair heilen. Sie. Mal mit einem Säurefläschchen abballern. Dann. Oh Gott, was haben wir hier noch? Morrigan ist irgendwie zu weit hin. Ich mal Mana. Und dann, sobald die Alte auftaucht, würde ich der ganz gerne einen Fluch reinhauen. Irgendwer hat ein Level up. Sehr gut. Wir müssen ihn, eigentlich muss alles da die ganze Zeit geheilt werden. So, da ist sie. Die wird wahrscheinlich auch sehr, sehr krasse Widerstände haben. So. Genau, du schießt weiter auf sie. Du. Schießt ihn, haust ihn mal nieder. Zack. Oh fuck, was war das? Was war das? Oh Mist, wo kommt die denn jetzt noch her? Oh, das ist so unfair, ne? Willkommen in Dragon Age Origins. Wo halt einfach mal aus dem Nichts mitten im Kampf noch drei Typen kommen. Elite-Typen, wohl bemerkt. Okay, du läufst mal dahin. Du nimmst einen dicken Trank. Zack. Du. Hey. Kannst du nicht. Alistair? Du müsstest das schon abspotten, sonst haben wir ein Problem. So, sehr gut. Morrigan, kannst du uns nicht noch helfen irgendwie? Könntest sie. Okay. So. Wenn wir Glück haben, klappt es diesmal. Okay, er ist am Boden.
Du. Make it rest. Wo ist unsere Chefin? Da. Let's finish this. Nochmal Fluch der Schwäche an dich. Die haut aber auch richtig rein, die Frau, ne? So, ich nuschel mir hier einen zurecht, weil ich gerade total am Überlegen bin, was man noch machen könnte. Boah, Alistair wird hier mega malträtiert von der Javia. Die Frau ist echt ein Problem. Ein massives. Okay, er ist tot. Komm schon, jetzt ist unser Tank down. Wer soll die jetzt bitte tanken? Morrigan. Kannst du nicht irgendetwas tun? Frostbombe werfen vielleicht. Und direkt noch eine Schockbombe. Ich weiß, das ist jetzt gerade totaler Overkill. Aber wir brauchen das jetzt. So. Morrigan, du gehst jetzt tanken. Die da. Was haben wir? Schmettern. Zorn. Schmettern klingt gut. Bitte, bitte. Mana. Oh, sie ist am Boden. Das könnte unsere Chance sein. Es ist so cool, dass Morrigan als Tank einspringen kann. Und wir haben es geschafft. Quest aktualisiert. Du hast Javia und die meisten ihrer Helfer beseitigt. Nun ist es an der Zeit, zu Harrowmont zurückzukehren. Jo. Alistair hat wieder gute Verletzungen davongetragen hier. On it. Je nachdem. Wie wir jetzt hier noch tragen müssen. Done. So, Truhe. Pfeile. Ein Waffengestell. Ja, gut. Streithammer mit Dornen. Der ist sicherlich gut für einen Angriffskrieger, aber... Ja. Kannst du doch entschärfen, Mädel. So. Jetzt wäre fast reingelatscht. Nein! Das ist so typisch. I shall. So, den. Und den auch, bitte. So, jetzt haben wir alle entschärft. Okay. Meine Hand schläft immer ein. Was ist da los? So, ich weiß nicht, ob wir den mitnehmen sollten, den Hammer. Der ist bestimmt ein bisschen was wert, aber... Naja. Very well. Was haben wir hier noch? Noch eine Truhe. Off I go. What now? Kurzbogen. Ein Liebesbrief. Oh, der könnte was für Alistair sein. Right. Na, nö. Nö. So. Okay, dann haben wir hier noch eine Truhe. Da habe ich ja schon reingeguckt. Ja. Diese ganzen Scherben und alles, ne? Keine Ahnung, was man damit machen soll. Schlüssel erforderlich. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist natürlich auch toll, dass wir jetzt... Dann. Ach, Katerschlüssel, okay. Konzentrierter Untergang des Soldaten.
Oh, das ist was für Liliana. Here I am. Mhm. Waffe, die mit diesem starken Gift beschichtet sind. Ja, ist doch gut. Ausdauerregeneration. Trago-Leder. Wir haben jetzt eigentlich keinen, der das sinnvoll tragen kann. So, dann gucken wir jetzt gleich mal in die Tür rein. Hoffentlich nicht noch mehr Feinde. Du kannst sie übrigens mal zurückverwandeln. So. Level up! Level 12 Magier! Was brauchen wir denn? Oh, was können wir hier denn schönes? Manipulationsmeister. Ja. Gerne. Ja, die wandelnde Bombe ist in der Praxis nicht so cool. Verjüngen. Oh, was machen wir denn mit ihr? Versteinerung könnte praktisch sein. Irgendwas habe ich noch vergessen. Ah ja, genau. Magie. So. In die Tür hineingucken. Oh, vielleicht müssen wir doch nicht zurücklaufen. Vielleicht ist ja hier der Ausgang. Leider haben wir irgendwie eine Truhe von dem Rätsel übersehen. Jetzt aber auch ehrlich gesagt wenig Bock, da noch hinterher zu rennen. Ich will jetzt, dass es in der Story weitergeht. Gah! By all the beards of my ancestors! How did you... Where did you come from? You made a hole in my wall! nun, dieses Loch führt zu einem Tunnel, versteckt der Kater. Ihr habt irgendwas mit der Kater zu tun. Ja, wir sagen ja einfach Bescheid. Dieses Loch führt zu einem Tunnel. It does? Oh, sorted. If people find out about this, my business will be ruined. They'll think I have something to do with Jarvia. Tja, dann. Wusstet ihr nichts davon? No! I don't have anything to do with them. They're criminals. When they built this part of the city, they must have built over some tunnels. I swear, I had no idea. Oh, just leave me alone. I don't want anything to do with this. And if anyone comes asking, I'm gonna tell them you did it. Das ist nicht so nett, Junge. You again. Here to buy something, or were you just thinking of wrecking another part of my shop? Wisst ihr etwas darüber, was mit dem König geschehen ist? I stay out of politics. It's not good for a smith to get the attention of those who grant vendors licenses. Lord Harrimont's a fair man. My father did business with him, and he always paid on time. But the Aedukans have served us well. If it is the ancestors' wisdom to keep them on the throne, I cannot object. Mhm. Ihr habt eine Tochter namens Dagna? Ich weiß jetzt nicht, woher wir das wissen. Has she been bothering you? Gets a whiff of surface stink and she's like a cave tick. Won't let go. Sie will Magierin werden. Ja, sollen wir ihm das sagen? Schon gut, sie hat mich nicht belästigt. Was sagt er denn, wenn wir ihm das sagen? Ah, that girl. I've been telling her for years to give up those foolish notions. Magic's a human trick. If Dagna wants enchantment, I can apprentice her to a Lyrium crafter. I'm sorry she bothered you. Oh, das macht doch nichts. Sie ist überaus klug. Solltet ihr sie nicht tun lassen, was sie möchte? She's a smith. The ancestors granted her to us to carry out that role. Not pretend to be what no dwarf can. Perhaps I could take your mind off the insult by showing you around the store. Ihr sollt wissen, dass sie bereits auf dem Weg zum Turm des Zirkels ist. What? Do you even know what you've done? She's castless now. She can never marry, never work, and never be a part of this family again. Why the fuss? I am sure the Circle Tower is full of parental figures just waiting to tell her what is best. My daughter is dead to me now. Leave my store.
You're not welcome here. Oh. Das hätten wir vielleicht dann nicht sagen sollen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie das, ob wir nochmal laden können. Ja, ich lade nochmal, weil ich würde jetzt gerne wissen, ob man mit von ihm noch irgendwas anderes erfährt. Entschuldigung, ich habe immer noch keinen Hotkey fürs Mikrofon muten. So, bla bla. Ja, tut mir leid. So, und jetzt gucken wir noch mal. You again. Here to buy something or were you just... I, for 100 generations. My father made his name by inventing a fall and tacit, which were integrated into the cuirass. But, I'm guessing by your face, you're not a smith yourself. War Paragon Branko nicht eine Schmiedin? That she was. The best to walk these tunnels since Carradine himself. Threw it away, chasing old dreams, though. Wer ist denn Carradine? The best smith who ever lived, bar none. He gave us the secret of forging golems that could walk, talk, and defend our borders. Ah, when we had them, no dwarf had to risk himself against the darkspawn. It was a golden age for the smith caste. His work was lost centuries ago when his tide fell to the darkspawn. No one even knows where it is anymore. Uh-huh. Ja gut, das mit dem König. Was meint ihr damit? Branka gab alles auf. Didn't last 6 months as a noble before she set into the deep roads looking for ancient secrets. Now she's dead in the tunnels. All that brilliance... wasted. Hm. Zeig mir eure Ware. Of course. Keep in mind, we also take items on trade. Weil bevor wir es uns jetzt mit dem total verscherzen, würde ich halt gerne gucken, ob der irgendwas total Gutes für uns hat. Weil ich irgendwie doch zu viel Zeug gerade habe. Ey, 3 Zauberstäbe, ne? So, diese Pfeile sind durchaus was wert. So. Wieso kannst du den Templerhelm nicht tragen? Hä? Hat er noch nicht 30 Stärke? Ne, stimmt, wir gehen ja auf Verteidigung mit Alistair. Deswegen. Okay. Ja, keine Ahnung. Eigentlich müssen wir das nicht alles mit uns rumtragen hier. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Wenn ja, sorry, es ist halt 3 Monate her. Irgendwer hatte mir auch empfohlen, ich sollte mir doch ein Add-on holen, wo man den Mabari als zusätzlichen Helfer mitnehmen kann. Neben der Vierergruppe. Da habe ich dann aber gesagt, das finde ich blöd, weil das im Prinzip bedeutet, dass das Spiel dadurch einfacher wird. Darauf habe ich nicht so Bock, muss ich zugeben. Weil es ist halt vom Spiel einfach nicht so vorgesehen. Ja, wir haben immer noch so viel Zeug. Ich meine, wir haben ja halt diese 10 Milliarden... Materialien für irgendwas und ich weiß nicht mal, wofür die sind. Und alles verstopft uns hier erstmal schön Inventarplatz. Auch diese Salben und so. Ich weiß halt nicht, ob wir die jemals alle benutzen werden. Ich bezweifle das doch sehr stark.
Ja, das reicht. So, was hat er denn? Hat er denn irgendwas Gutes für uns? Sieht fast nicht so aus. Eigentlich hat er auch gar nichts, oder? Nur irgendwelche Zwergenhandschuhe. Ja gut, das war jetzt dann nicht so ergiebig. Dann können wir ihm jetzt... Ich weiß gar nicht, was wir hier für eine Quest bei ihm haben. So, dann fragen wir ihn die Sachen nochmal. His work was lost centuries. Now she's dead in the tunnels. Has she been bothering you? I'm sorry she bothered you. Perhaps I could take your mind off the insult by showing you around the store. And you needn't bring a lot of coal. Mhm. Ja gut. Versteck der Kater, Ständeviertel. Genau, wir wollen jetzt zurück zu Harrowmont, ne? Off I go. Das war ja der Plan. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr natürlich, wo das war. War ja der gute Harrowmont. Wo haben wir den denn gefunden? In der Schenke war der nicht, oder? Hilfe. Ah, ich erinnere mich. Diamantenviertel war, glaube ich, das Adelsviertel, ne? Dann war der doch bestimmt da. Richtig, richtig, richtig. Aus Harrowmont, da wird er doch sein. News of the hour. Support Lord Balin at your peril. Ey. Butler, und dann reden wir doch direkt mit Harrowmont. Und gucken, was er zu sagen hat, der Gute. I heard the news. Jarvia and her Carter are dead. I suppose it was unrealistic to expect them to surrender. Aha. Ich habe ihnen Gnade angeboten, aber sie wollten lieber kämpfen. Would that some of the noble guest had such loyalty. I have no desire to go back on my word. But when Balin heard the news about Jarvia, he raised the stakes. He is forcing a vote in the next 2 days. By law, that prevents the assembly from hearing any other plea. Sieht interessant aus. To help with your troops, I will require your assistance one last time. Do you know anything of the Paragon Branka? Jetzt müssen wir bestimmt in die tiefen Wege oder so. Genau, sie ist doch verschwunden. Genau. 2 years ago, she took her entire house into the Deep Roads on a mad quest to uncover ancient secrets. No one's heard from her since. Were she to return and endorse someone for the throne, the assembly would be honor-bound to accept her wishes. Mhm. Gibt es denn überhaupt einen Grund zur Annahme, dass Branka noch lebt? Her entire house went with her. It would take a lot to kill so many. If not, bringing proof of her death or a body to return to the stone would still show that as an ancestor it was my hand she guided to her remains. Ja, aber das bringt uns ja dann nichts. Seid ihr denn sicher, dass Branka euch als König unterstützen würde? It's hard to say what she would do. She wasn't exactly known for her predictability. She never seemed to like being a paragon. She was devoted to her craft, never cared for politics. But one of the most brilliant minds Orzammar has seen. Branka hated Darkspawn with a passion. She would certainly be a valuable voice to support your treaty. Das klingt irgendwie alles sehr schwammig. Naja. Wenn ihr dadurch auf den Thron kommt, finde ich Branka für euch. My men traced Branka's disappearance to an ancient crossroads known as Caradin's Cross. It is many miles below where we normally venture.
but I can provide a map to lead you there. Just enter the deep roads through the mines. Thank you again. And may the ancestors guide your steps. Habe ich schon mal erwähnt, dass das hier das längste EP auf meinem Channel wird? Das ist wirklich ein sehr, sehr langes Spiel. Ein sehr, sehr langes Spiel. Mal mit ihm hier nochmal? Nee. Ja gut. Das heißt, wir gehen dorthin, wo wir schon mal waren. Da, wo die uns nicht in die tiefen Wege lassen wollten. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr genau, wo das war. Bestimmt hier? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich müssten wir unser Inventar vorher noch leer machen und alles. Grey Wardens endorsed paralyzing Orzammar's military. Das war aber dann auch nicht hier. Oh nee. Aber nicht, dass die uns jetzt angreifen. Darauf habe ich jetzt wenig Lust. Nein, ich will jetzt überhaupt erstmal wissen, ob wir hier lang müssen. Sorry. Nee, hier ist nämlich eine Sackgasse. Dann werden wir... Okay, dann pausieren wir das Spiel an der Stelle einfach und ich lade gleich. Weil wir müssen den Kampf jetzt nicht machen, weil da ist eh nur eine Sackgasse. Okay, also geht's in der nächsten Folge in die tiefen Wege. Branka suchen. Bis dahin, ciao.